Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe mir mal wieder, ich muss die Adresse verwalten. Ich habe mir mal wieder bei Wish, diese schönen Plastikverpackung da, die bestimmt, die recycelte, die ist ohne Spaß, die ist so günstig hergestellt, das sieht einfach hässlich aus, irgendwie. Übrigens, wenn er da hört, ich weiß nicht, ob man den über Movie Maker hören kann. Im Movie Maker nehme ich ja immer meine Webcam auf, wenn das irgendwie am besten ist. Und ich habe mir halt, wie gesagt, was gekauft gehabt und das Papier ist echt total billig, aber gut für die Umwelt. So, ich habe mir halt eine Hose gekauft. Das steht da irgendwo drauf, glaube ich. Und zwar steht da drauf Pants. Und die packe ich jetzt einfach mal live mit euch aus. Wir haben ja schon, wenn ihr das jetzt hier erstmal seht, ich habe schon mir Schuhe gekauft gehabt da bei dem Shop bei Wish.inc. Und dann hatte ich mir noch ein Oberteil gekauft gehabt. Und jetzt, ja, eine Hose. Das ist jetzt nicht jedermanns Stil. Ich packe jetzt einfach mal aus. So, hier hätten wir sie. Das ist eine ganz schlicht schwarze, aber die hat ein Muster und das ist so eine Hip-Hop-Sport-Leggings. Klingt jetzt ein bisschen komisch für den Anfang. Fürs erste, vom Namen her. Daniel, ne? Klingt doch komisch, wa? Leggings. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt passt. Auf jeden Fall, ich kann sie mal kurz in die Kamera zeigen. So ein Leggingsstoff, erinnert mich ein bisschen an eine Schlafhose. Und zwar, ich fühle mich jetzt schon irgendwie wie so ein Giffy-Youtuber. Hier ist in Schrift, ich weiß gar nicht, was hier steht, ich kann nicht kopfwärts lesen. Hier steht auf jeden Fall was dran, dann ist die so lang. Ja, und hier unten sind noch so Muster dran. Das ist halt so eine typisch Hip-Hop-Leggings, die man sich drunter zieht und dann drüber ziehen die dann meistens immer noch so eine kleine Short an, also so eine Sporthose, so eine kurze. Das sieht irgendwie aus wie so ein Knochen, ne? Als Muster hinten. Das soll tatsächlich Knochenmuster sein. Ja, und jetzt nichts Besonderes. Ich finde die aber cool, die war auch gar nicht mal so teuer. Die hat nämlich nur 11 Euro gekostet, von 30 Euro runtergesetzt oder so. Ob man es glauben mag oder nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat Versand 3 Euro, insgesamt 14 Euro. Das ist voll günstig, geht eigentlich für so eine Hose. Ich probiere sie nochmal an. Übrigens, das ist große S. Mal gucken, ich denke mal, das passt mir. Und ja, das war's. Ich habe nur andere Sachen gekauft, bestellt, glaube, die kommen vielleicht die Tage. Das hat auch nur eine Woche, zwei Wochen gedauert, bis es da ist. Normalerweise dauert das mal einen Monat. Und die werden dann auch noch kommen. Das ist bei jetzt hier, wie gesagt, diese Sportleggings. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wieder mal ein Unboxing. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.